Auf Einladung der Deutschen Bank war ich am Mittwoch zu Besuch in Frankfurt. Seit einer umfangreichen Gebäudesanierung bezeichnet die Deutsche Bank ihre dortigen Türme als Green Towers. Mit dabei hatte ich nur meinen Pocket Camcorder, das Filmen und Fotografieren war aber ohnehin weitestgehend unerwünscht, sodass ich ganz froh war, größeres Equipment zu Hause gelassen zu haben. Es gab zunächst Mittagessen im 37. Stock des B-Towers. Das ist im Prinzip die Chefetage, der Herr Ackermann sitzt allerdings nebenan im A-Tower. Die grandiose Aussicht ist aber dieselbe und am Frankfurt Airport wurde zudem in Ostrichtung gestartet, was gerade mir als Flugzeugfan einen interessanten Ausblick bot. Nach dem Essen wurde ausführlich erklärt, wieso man so stolz auf das Ergebnis der zu 98% mit Recyclingmaterialien durchgeführten Sanierung ist. Durch Dreifachverglasung, intelligent öffnende und schließende Fenster und Raumklimatisierung durch Wasseraustausch in den Decken konnten 67% Heizenergie eingespart werden. An Wasser spart man sogar 74% ein, indem Regenwasser gesammelt und aufbereitet wird und Trinkwasser nach der Nutzung, zum Beispiel an einem Waschbecken, in einem zweiten Wasserkreislauf dann noch als Spülwasser für die Toiletten dient. Der Stromverbrauch konnte um 55% reduziert werden, indem die Klimatisierung nun ebenfalls mittels des bereits erwähnten Wasseraustausches funktioniert, Beleuchtung nur noch dort stattfindet, wo sie auch wirklich benötigt wird und zudem auch noch mit effizienteren Leuchtmitteln und die Aufzüge, je nach Förderlast und Fahrtrichtung, nicht nur Strom verbrauchen, sondern diesen auch erzeugen können. Die gewonnene Energie lädt die Elektrosmarts in der Tiefgarage oder wird ins Versorgungsnetz eingespeist. Insgesamt durchaus beeindruckend. Hintergrund der Einladung war, dass die Deutsche Bank das Gebäude in Form eines geschlossenen Immobilienfonds an seine Kunden verkaufen möchte.